Willkommen bei Ostental. Mein Name ist Michael Focken und heute möchte ich einen neuen Autoklaven vorstellen von Mocom, den B-Classic 17 Liter, das Nachfolgemodell der Millennium-Reihe. Nachdem Sie das Gerät an den Strom angeschlossen haben, haben Sie hier den An-Ausschalter. Nachdem dieser betätigt wird, macht das Gerät eine kurze Selbstkontrolle, was Sie oben auf dem Display sehen. Der Vorteil bei diesem Gerät zur Millennium-Reihe ist zum Beispiel, dass Sie dieses Gerät von oben befüllen können. Hier haben Sie halt eben die Möglichkeit, den Frischwassertank mittels des Deckels zu öffnen und können da halt eben das Wasser einlassen. Zugleich haben Sie auch die Möglichkeit, den Abwassertank von oben zu öffnen und können diesen somit, sowie auch den Frischwassertank, sehr einfach reinigen, was bei vielen anderen Modellen nicht der Fall ist. Nun möchte ich Ihnen das Display vorstellen mit den verschiedenen Funktionen, die das Gerät bietet. Hier können wir auswählen zwischen einfachen Funktionen wie die Testprogramme, die normalen Zyklen, verschiedene Einstellungen und das Speichern der Zyklen. Wir können hierüber natürlich auch die Tür öffnen. Bei den Testprogrammen haben Sie, wie auch in der Vorreihe, die Möglichkeit, einen Helix-Test und einen Vakuum-Test zu fahren. Zurück können Sie immer mit der Ausgangstaste auf der linken Seite. Weiterhin haben Sie halt eben die Möglichkeiten, Zyklen zu wählen, die auch hier wieder in unterschiedlichen Mengen vorhanden sind. Universal-B-Zyklen, Zyklen für Hohlprogramme, für Massivprogramme etc. Normalerweise wählt man eigentlich hier das erste Programm, sprich das Universal-B, weil Sie dort eigentlich alle Sachen sterilisieren können. Verpackt, unverpackt, Hohlräume, massive Instrumente und so weiter. Weiterhin halt eben haben Sie auch verschiedene Möglichkeiten der Einstellungen. Sie können also natürlich die Sprache einstellen, Datum, Uhrzeit, Sie können User einstellen, Sie können Standby-Modus einstellen, das heißt, wann das Gerät aufwärmen soll, wie lange und so weiter. Natürlich auch gewisse Extras wie Wasserbefüllung, Bildschirm oder auch den Service natürlich, lässt sich hierüber alles einstellen. Bei der Speicherung können Sie sich entscheiden, ob Sie die Protokolle ausdrucken möchten oder halt eben per USB-Speicherung auf einen USB-Stick oder ähnlichem speichern. Dazu wird dieser einfach an der rechten Seite eingeführt und Sie können dann wählen, ob Sie alle Zyklen speichern möchten oder nur eine gewisse Anzahl von Zyklen. Die Kammer und die verschiedenen Anschlüsse. Das Kammervolumen selber hat eine Größe von ca. 17 Liter. Standardgröße, eigentlich auch ausreichend für jede Praxis. Die Wasseranschlüsse, die Sie vorne finden, können Sie für das Zuführen von Frischwasser, falls Sie halt eben nicht von oben befüllen möchten. Sie haben die Möglichkeit aber auch von vorne direkt das Abwasser oder auch das Frischwasser direkt abzulassen. Das Abwasser auf der linken Seite, Frischwasser auf der rechten Seite. Der Vorteil auch zu der Reihe ist der Türverschluss. Bei vielen Geräten kann es vorkommen, dass nach einem Stromausfall oder einer Sicherung, die defekt ist, die Tür verriegelt ist und man nur sehr schwer, wenn überhaupt, diese öffnen kann. Bei diesem Gerät ist es halt eben sehr einfach, da Sie hier eine Notentriegelung haben. Dazu würden Sie halt eben diese kleine Abdeckklappe hier entfernen und können dann mittels eines Imbus oder eines Schraubenziehers so lange dran drehen, bis halt eben die Tür sich öffnet. Des Weiteren finden Sie auch hier an der Kammer den bakteriologischen Filter sowie auch einen Luftfilter, der unter dem Gerät angebracht ist. Dieser sorgt dafür halt eben, dass weniger Staub in das Gerät eindringen kann. Diesen Filter können Sie ganz einfach hervorziehen und reinigen. Das Drehgestell, welches mitgeliefert ist, ist auch wie früher drehbar. Das heißt, Sie können im Prinzip entweder 5 normale Drehstellen hochkant hineinlegen oder sogar 3 Dentalkassetten, indem Sie einfach dieses Dreh etwas drehen. Das war auch schon bei der Millennium-Reihe eine sehr gute Sache und ist halt eben hier fortgeführt worden. Mir persönlich gefällt an dem Gerät, dass kleine, aber feine Änderungen vorgenommen wurden, die sehr viel Gutes mit sich bringen. Die Millennium-Reihe, also das Vormodell zum Classic, war schon sehr gut, sehr einfach zu bedienen und auch sehr lange haltbar. Bei diesem Gerät wurden nur Kleinigkeiten verändert, die aber doch dem Kunden sehr viel Neues, sehr viel Gutes bringen. Wie halt eben die Türverriegelung, die halt eben im Notfall von vorne wirklich dann geöffnet werden kann. Der Tank, der jetzt von oben zu befüllen ist und auch selbst oder auch gut gereinigt werden kann. Und auch halt eben die Speicherung auf USB-Stick. Das, was ja vorher auch noch nicht möglich war. Für mich eine klare Kaufempfehlung. Gerade für Praxen, die wirklich ein einfaches Gerät haben möchten, was aber auch zuverlässig und einwandfrei läuft. Ich hoffe, mit der kleinen Vorführung konnte ich Ihnen weiterhelfen und stehe für weitere Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Am Ende möchte ich Ihnen gerne unsere Pflegefibel ans Herz legen, die Sie kostenlos beziehen können, per Post oder auch online. Hier finden Sie viele nützliche Pflegetipps zur Reinigung, zur Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken. Natürlich auch zu anderen Geräten,
wie auch Sterilisatoren.